Hallo, schwarzes Schaf. Du bist das schwarze Schaf der Familie. Die da hinten haben auch eins. Och, jetzt komm doch mal, Huhn. Oh, Hühnchen. Meine Güte. Bist du jetzt endlich da? Danke. Wow. Wow. Einfach nur wow. Kommt ihr jetzt bitte mit? Ihr könntet eigentlich auch mal ein Ei fallen lassen. Denn wenn ihr Eier fallen. Hallo, dich meinte ich nicht. Denn wenn ihr Eier fallen lassen würdet, könntet, wäre das nicht nur super nett von euch, sondern wir könnten euch auch einfach hier lassen. Nehmen wir die Eier mit, schmeißen die zu Hause ins Gehege. Hau mal ab! Natürlich rennt er in die Richtung. Oh, Leute! Boah, das ist nervig. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wenn ihr umschaltet, könnt ihr es verstehen. Wenn ihr irgendwo anders reinschauen wollt, zu irgendeinem Let's Player, der kein Hühnchen sammelt, dann nur zu. Ihr habt meine vollste Unterstützung dabei. Meine Güte, ist das hier eine Brut. So, wahrscheinlich verlieren wir jetzt gleich einen Huhn. Alter, warum können die so schlecht schwimmen? Jetzt auf die Seerose. Oh, Leute. Na, aber es sieht ja schön aus, ne? Der Himmel ist so blau. Und so weiter. Schönes Spiel. Und das geht gut, ja? Das geht niemals gut. So. Aber okay, ihr seid ja schon alle da. Ich dachte, ich muss noch auf irgendwen warten. Da, 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 da. Ich bin der Hühnerfarmer. Ich bring neue Hühnchen heim, mit denen wir dann Eier sammeln. Und aus den Eiern back ich euch dann eine Geburtstagstorte. Die könnt ihr dann mit euren Freunden verschlemmen. Hallo? Wo ist denn die Pflanze? Sie ist in meinem Inventar. Ich nehme sie mit, weil sie so schön blau ist. So blau, blau. Hier ist eine Steilwand. Finde ich nicht fair. Die Steilwand macht mir das Leben unnötig schwer, denn ich bin der Hühnermensch, ich bin der Hühnerdieb, ich bin der, der Hühner kennt und die Hühner, sie mögen mich. Ich bin der Hühnerflüsterer, der den Hühnern was flüstert. Hier sind ja auch Häschen, das ist gut zu wissen. Die nehmen wir auch noch mit. Wir können nicht lang. Ui, die neuen coolen Höhlensounds. Sehr creepy zum Teil. Wir können da nicht lang wegen dieser dummen Steilwand, die nichts bringt. Die wirklich nichts bringt und die uns einfach nur nerven möchte. Das kann sie aber sehr gut. Also aus ihrer Warte aus macht sie alles richtig wahrscheinlich. Da hinten gab es Häschen. Das finde ich sehr wichtig. Denn die können wir uns auch noch mal mitnehmen. So. Au. Nee, nicht au. Oh, Creeper. Den möchte ich gerne nicht mit nach Hause bringen. Hallo. Okay, haben die vielleicht mal mit? Was soll ich mich hier durchgraben? Eigentlich könnte ich mich jetzt auch schnell durch den Berg graben. Wozu haben wir die? Wir machen das mal. Wir nehmen aber mal wirklich die hier. Der Creeper kommt ja gerade nicht. Das ist sehr super. So, dann kloppen wir uns hier mal durch den Berg, wie viel schneller das geht, als mit einer Eisenspitzhacke. Das ist unglaublich. Was hat die jetzt? Effizienz 4. Und Haltbarkeit sogar noch. Das ist also eine super Buddelmaschine hier. Können wir uns hier schön durch den Berg hauen.
Was ich mal probieren wollte, das habe ich noch nie. Auf die Idee kam ich noch nie. Ah. Halt die Fresse, Mann! So. Auf die Idee kam ich noch nie. Kann man Hühner. Alter, jetzt dein Ernst? Wo kommst du her? Aus der Höhle wahrscheinlich. Ja, ich weiß, aber ich mag das nicht. Kann man Hühner auch anlocken? Indem man jetzt hier so ein Weizenkorn hinschmeißt. Ich werde das gleich mal probieren. Als allererstes machen wir mal eine weitere schlaue List. Und zwar locke ich die jetzt alle mal hier rein. Da habe ich nämlich meine Ruhe. Rennen die mir nicht weg. Und alles ist cool. Pass mal auf. Wir machen das jetzt wie folgt. Nämlich so. Plops. Alle einsteigen. Kann man Hühner auch so locken? Ich meine, das sehen die ja, ne? Wenn ich es in der Hand halte, merken die, oh, guck mal, der hält das in der Hand. Aber kann man es hier auch hinschmeißen? Ich lasse das mal liegen. Vielleicht muss es erst nochmal wirken. Aber ich glaube nicht, dass das klappt. Was eigentlich schade ist. Das wäre doch cool, wenn man Weizen hinschmeißen könnte. Und sie damit anlocken. Alter, ist es hier vielleicht dunkel drin? So. Jetzt haben wir leider keine Karotten dabei, sonst hätten wir die Hasen gleich mitnehmen können. Vielmehr können wir nicht, weil wir brauchen ja... Nee, wir können ja nicht zwei Sachen gleichzeitig in der Hand halten. Das geht ja nicht. Ich habe mich gerade verbaut. Warum plätschert hier eigentlich Wasser? Das soll mich das jetzt beunruhigen? Bin mir nicht ganz sicher. Boah, das nervt ein bisschen, das Lied. Muss ich ja echt zugeben, tut mir leid. Für die Interpreten, die sich da viel Mühe gegeben haben, mit Sicherheit. Um hier ein schönes Gesangserlebnis darbieten zu können. Und ich sag jetzt einfach, nervt ein bisschen das Lied. Tut mir leid. Aber ich bin ehrlich. Ich bin so ehrlich, wie es dann nie war. Oh, hier sind auch Hühner. Dann nehme ich euch mit. So ehrlich bin ich eben auch. Okay, jetzt ist die Frage, wie wir durchkommen. Hallo, Hühner, hallo, ich habe Weizen. Und dem Weizen ist, dem Weizenkörnern ist Folge zu leisten. Herr Huhn, dem Weizenkorn ist Folge zu leisten. Danke. So, wir versuchen mal durch diesen Spalt zu kommen. Uns dann wahrscheinlich in den Tod zu stürzen. Ey. Wo war das? Warst du das? Wo warst das? Gut. Ja, komm. Drei reichen auch. Na, zwei reichen auch. Kommt jetzt einfach mit und hört auf Eier zu legen, ey. So, hoch mit euch. Hopp. Ah. Boah, Alter, ey. Kommt ein Pferd und sagt, ich hab mal gelitten. Au. So, ihr, für euch dürfte das ja kein Problem sein, ne? Jetzt raff ich nicht mehr, dass ich Weizen in der Hand hab. Hallo. Komm jetzt mit, dumme Henne. Oh, dieses Huhn. Was ist los mit dir? Es wird dunkel. By the way. Möchte ich das mal erwähnen? Hier sind auch wieder Kürbisse. Die sind seltener als Diamanten. Würde meine Freundin jetzt sagen. Das stimmt im Übrigen wirklich. Kürbisse sind in Minecraft seltener als Diamanten. Nur, dass man Diamanten leider Gottes nicht anpflanzen kann. Wobei, man kann sie ja mit Glück ab... Man kann sie schon anpflanzen, man kann sie mit Behutsamkeit und auch mit Glück. Ja, also... Das ist eine Art des Anpflanzens. Ne?
Stimmt schon. Tja, ich finde das Spiel so schön mit Shadern. Also letztens jemand kommentiert, ich glaube Zocker war es sogar. Das ist einfach nur schön ist mit der Shader-Mod. Wir schlafen mal kurz. Alt. Ich hätte die Körner in der Hand halten sollen. Jetzt ist schon wieder ein Huhn. Alter, wie schnell die auch immer abhauen. Hallo. Du Asso. So. Du kommst mit, ja? Du auch, ja? So, ich glaube, wir müssen jetzt durch das Schneegebiet, um wieder zu unserer Wüste zu kommen. Das ist ja auch total logisch eigentlich. Hallo. Danke. So. Ihr kommt mit, das ist ein Traum. Ein wahr gewordener Traum ist das hier alles. Schüppidü. Schöpfer. Uiui. Wo ist das andere Huhn? Da. Okay, es ist um den Baum gelaufen. Gut, gut, gut. Dann kommt man mit. So, ich meine, wenn wir jetzt hier nach links laufen, wir müssen natürlich durchs Wasser, möchte ich jetzt ungern. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich Angst habe, mir eine Erkältung zu holen, wenn ich nass werde. Ich glaube, das ist der Grund. Das wird knapp. Wir müssen doch nochmal durchs Wasser. Verdammt. Folgt mir! Oh, wozu könnt ihr eigentlich fliegen? Na gut, das ging ja trotzdem schnell. Wie schön die sliden. Auf dem Eis, auf dem Gleis wollte ich schon sagen. Da hinten ist ein Schnitt. Plop, wer macht hier Plop? Ah ja. So, da hinten war ein Schnitt. Hier haben wir mal einen Setzling hingesetzt. Wow. Komm, den nehmen wir mit, der wächst hier doch nicht. Ihr seid noch da? Jawohl. Boah, das tut mir gerade extrem im Ohr weh. Aua. Ah! Kam der aus der Höhle? Naja, soll er rauskommen. Der wird ja hier nicht irgendwie dadurch gelöscht oder so, dass es Winter ist. So, wo sind wir denn hier? Ich weiß, wo wir sind. Wir sind zu weit rechts. Also jetzt nicht politisch. Die Musik passt nicht zum Schnee wie oben. Das passt überhaupt nicht. Da 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 da. Was ist denn das? Ah ja, da ist ja das Wasser so abgeknickt. Gut, wir sind ja so gut wie zu Hause. Diese Weltenabschnitte sind echt lustig. Was da der Weltengenerator von Minecraft manchmal so draus macht. Das ist wirklich cool, zum Teil. Zum Teil ist halt auch sehr daneben. Wer einer fällt ins Wasser? Nee. Ihr seid manchmal echt anstrengend. Kommt jetzt da raus. So, Nummer 1. Oh. Oh, gut, das ging schnell. So, jetzt versuchen wir sie mal ein bisschen. Warum hast du jetzt das Wasser geschubst? Boah, du bist ein Assi, bist du. 7 Eier haben wir. Naja. Nee, da möchte ich es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Theoretisch würde ja ein Huhn reichen. Ja, ich weiß ja. Was machst du? Alter, Leute, Leute.